Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Der Schölli und ich, wir haben im Duo gespielt. Wir haben gegen Axel und Sonja gespielt. Und zwar hat das so funktioniert, wir waren auf russischen Servern und haben gleichzeitig gesucht. Haben ungefähr so gemacht, dass wir die gleiche Stärke hatten, also 4,5 Sterne. Sonja Axel hatte 4,5, Schölli ich hatte 4,5 Sterne, Team MMR. Und dann sind wir rein in die Runde, beziehungsweise haben gleichzeitig gesucht. Und vor dieser Runde hatten wir schon eine Runde gespielt. Da hat der liebe Axel und die Sonja gesnipert. Und das war auch eine super, super spannende Runde. Ich überlege, das noch zu schneiden die nächsten Tage. Also freut euch drauf, wenn euch die Runde gefallen hat, natürlich. Ja, und dann sind wir rein und haben mehr oder weniger gegeneinander gespielt. Wir wussten natürlich nicht, wo die sind, wer die sind und so weiter. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend. So, und bevor es losgeht, ich muss euch was verkünden. Und zwar im Crytek Store kriegt ihr alle DLCs und auch das Hauptspiel und so weiter für 60% weniger. Ohne Scheiß, 60%. Geht einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung und gebt beim Einkaufen 1049 ein, also als Code am Ende 1049. Dann kriegt ihr 60%. Das ist unfassbar, oder? Sensationell. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. So, jetzt gleich nochmal. Was? Jetzt gleich nochmal. Ja. Weil übrigens, die Gebiete sind eigentlich ziemlich identisch zu gerade eben. Stimmt. Wert. Fast selbe Ausgrauung. Ist selbe Ausgrauung. Ist dieselbe, ja. Ach Gottchen. Nochmal genau dasselbe. Oh! Eif, hinter uns. Gehört. Hä? Oh Mist, da müssen wir ja hier weg. Hier ist ja der Clou. Oh Gott, Komm. Wo denn? Hier oben, an der Baustelle. Hier leuchtet's. Ach, das waren Raben, die ich angeschossen habe. Ja. Aber da ist trotzdem einer. Ist der von hier? Ja. Den nicht von hier. Doch. Hat Hit. Das ist weder Sonja noch Axel. Boah, hast du auf mich geschossen? Nee, in meine Richtung. Nee, auf den. Shit. Okay. Ein hab oh, ich, glaube ich. Einer ist tot. Der andere rennt zu ihm jetzt. Hast du Info? Nee, gar nichts.
Hier leuchtet ein Wookie. Ja gut, müsste ja noch einer von denen leben. Ich glaube, der hat seinen Kumpel gehoben, der liegt hier nicht mehr. Ja, der ist weg. Hier oben. Echt? Okay, krass. Ich höre unterirdisch ein. Der holt den Fahrstuhl drin. Macht den Immo. Ja, der ist rund. Hier oben jetzt. Ja. Der Pissflitsche. Hier liegt der Tote noch. Ein White Shirt, schwarzer Mann. Sehr schön. Uff. Caldwell und Pex. Oh Gott, hoffentlich waren das denn die zwei. Ah, okay, das war dieser Schweine. Oh Gott, das waren die zwei, Shirley. Oh nein. Ich bin mir fast sicher. Ich weiß es auch nicht, wir werden es gleich sehen. Hier liegt auf jeden Fall eine Mosin, oder? Ja. Mit Spitzer? Nein, dann machen sie es nicht. Ich glaube auch nicht. Kannst du nehmen, ich hab selbst einen. Nee. Oh, ab zu Shipyard, da ist direkt ein Ausgang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Axel oder so ein Spitzer spielt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ach nee. Egal. Blöden Enten. Ich glaube eher, dass sie Pearl oben gemacht haben und jetzt dann... Ich glaube auch. Das würde halt passen. Weil oben ist ein Ausgang. Wer lässt denn sonst die Bounty liegen? Ja, klar. Und dann haben die bestimmt wieder Sniper dabei. Sonja spielt zurzeit extrem oft Sniper. Macht sie aber auch echt gut. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Aber Sonja trifft auch unglaublich gut. Ja. Vor mir. Mich voll erschrocken. Hat Hit. Wer ist es? Das sind die zwei. Nee, Nikis. Auch nicht. Der saß genau vor mir. Oh, komm. Schön. Wow. Schön, die nice. Schön, die du Biest. Richtig nice. Jetzt wird gar nicht schon. Gar nicht schon. Der hat eine Nitro. Da bin ich ja froh, dass er mich nicht getroffen hat. Oha. Ich dachte, es wäre eine Sparks im ersten Dings. Oha. Das wird sich eher nach... Die jetzt mitgenommen? Nee, Aber da ist normale Munition drin. Ich würde sie kurz leer schießen. Ja. Hier ist noch ein Eingreifen. Oh. Ich habe voll Angst vor Snipern. Ne? Ich gehe hier hinten rum.
Wie viel hast du jetzt verloren? 25 oder? 25. Ah, ich kann Remedy machen. Warte, ich geh schnell. Kamen denn die Schüsse her, weißt du das? Waren die aus Prison oder? Irgendwo Richtung Prison war das. Deswegen, aber können mittlerweile gemoved sein, aber ich würde sagen, lass uns rechts rangehen, oder? Mhm. Hab ich mir erschrocken, als er auf einmal vor mir saß, der Typ. Immer schwierig, wenn du weißt, hier ist ein Scope irgendwo. Wenn du weißt, dass die damit umgehen können. Ja. User joined your channel. Lebt ihr noch? Ja. Ja. User left your channel. Tölle, die laufen. Oh, okay. Dachte mir vorhin, die sehen komisch aus, die. Ganz schlecht. Deswegen hat Sonja gefragt, lebt ihr noch? Wir Schlafmützen. Ja gut, aber die wollen ja da oben sitzen, ne? Die zwei. Das ist nur die Frage. Fangen sie dann das Bounty-Team ab? Oder wollen sie an uns Vergeltung? Nee, auf keinen Fall. Also kann mir nicht vorstellen. Das wäre ja doof. Dann wüssten sie ja auch, dass die Mission in 5 Minuten rum ist, weißt du? Ja, stimmt auch wieder, ja. Boah, hast du Windhund oder sowas? Ja. Ah, okay, ich dachte mir schon. Aber ich frage mich, wo sitzen die zwei denn? Guck mal, wenn die da einfach hochlaufen, haben die doch bestimmt Schattensicht benutzt. Ja, mit Sicherheit. Dann haben die aber nicht gesehen. Vielleicht sind die aber auch in die andere Richtung gezirkelt wie wir. Also, da ist die Richtung sozusagen. Kann sein, und jetzt sprinten sie auch hinterher. Ach. Oh. Dann so. Ah, okay, da müssen wir trotzdem aufpassen, dass die anderen nicht rausgehen. Okay, das ist jetzt aber nicht schlecht für uns, wenn die Bounty haben. Noch weit hinten dran. Ja, ich hab schon seit Beginn Lunge und ja, ich guck mal, ob ich da irgendwie schnell. Also ich versuche Abstand alles gut zu halten. Pass auf, die haben sich so ein bisschen getrennt in Lambach. Ja.
Die sind Richtung Ausgang immer noch. Mhm. Ich versuche hier nichts aufzuschrecken. Ich auch. Die sind schon am Ausgang. Ich glaube, die anderen lassen die ziehen, Sonja und Axel. Okay, dann glauben sie, dass wir weiter weg sind, glaube ich. Ja. Ich nehme was auf für euch. Oh Gott, hier schrecken. Ja, die kriegen wir nicht mehr. Ja, die anderen beiden sitzen noch. Die sind raus. Jetzt machen sie Feuer. Oh, 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 ich bin tot. Einer hat Hit. Der andere ist hier irgendwo hier neben mir. Mhm. Den leider nicht. Ach doch. Nein. Oben. Ach, Hit. Oh. An der Ruine. Immer noch. Das ist so ein schwarzer, ja. Einer hat böse Hit. Shirley, ich treffe ihn nicht. Nee. Einer ist tot. Nice. Die anderen sind da. Scheiße. Kannst du mich Necron? Die stehen genau neben dir, ne? Ich weiß nicht, wo der andere ist, wo Axel ist. Kannst du mal Sicht benutzen? Okay. Sonja hat ein Problem. Oh, okay. Ich sehe sie da hinten. Warte. Ja, ich schieße nicht. Was sagt sie? Okay. Oh, wir sind raus. Hä, hey, wieso sind wir jetzt raus? Ja, das weiß ich auch nicht, weil es hier raus ist wahrscheinlich. Die stand doch noch im Dings und wir haben auch jetzt nur eine Bounty, ne? Ja. Und wer stand jetzt da hinten? Sonja. Das war Sonja, die hat irgendwie mit Pfeilen ein Problem. Ich habe es nicht ganz genau verstanden, weil sie relativ leise war und dieses blöde Boot gehupt hat. Ja, speicher aber mal bitte. Ja, ja, kein Ding. Mach ich. Ich zieh die mal rein, ja? Mhm. Noch einmal raus. Was war passiert? Ja, ich hätte gerne weitergefightet. Noch einmal raus? Weil meine Muni, die war leer, also vom Bogen, hab mir Kiste gesetzt. Mhm. Greif rein, er zeigt mir auch unten an, dass ich wieder 7 Schuss hab, aber ich schieße hier mit Luft. Okay. Da ist nichts drin. Ich hab's nicht ganz verstanden, weil dieses Boot die ganze Zeit gehupt hat. Wer hat mir denn den Bogen geklaut? Ich. Warum? Ja, weil ich komplett leer war und dann dachte ich, ich muss irgendwas haben, mit dem ich schießen kann. Ich war am Boot, dann schießt Sonja mit ihren Sprengpfeilen und ich war halb tot. Da musste ich wieder weg. Okay, krass.
Also ich verstehe nicht, warum wir jetzt rausgeflutscht sind. Weil Sonja stand eigentlich noch in Range. Dachte ich eigentlich. Auf einmal warte, nee, 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 zurückgelaufen nee, nee. Wegen der Munikiste. Also ich stand nicht in der Block-Range. Ah, okay. Ich habe dich nämlich gesehen. Ich hätte... Ja, ja, natürlich, ich habe dich ja auch gesehen und das, ne? Ich hätte gedacht, so, du stehst drin. Nee, 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 nee. Krass. Aber ich stand da und habe einfach nur Harfe gezupft. Habt ihr mit Team 2 Fight gehabt? Nee, wir haben den Boss gemacht und haben quasi gar keinen Fight gehabt. Bis auf jetzt gerade. Ah, okay. Wir wollten nämlich abwarten, gucken, wer nimmt unten die Bounty auf. Mhm. Und dann haben wir so lange oben gesessen, weil wir hatten Doppelbogen gespielt, weil was willst du da, Open Field irgendwo, ne, wenn ja, da ein Team rein, machst du nichts. Du hast sogar dann haben wir halt gewartet, ob da einer noch oben reinkommt. Okay, wir hatten eine ziemlich krasse Runde. Wir haben viele Fights gehabt. Ja, das hat man da unten gehört. Also bei uns war keiner auf der Seite. Hm. Ja, mega ärgerlich. Sonja wollte schießen mit dem Bogen, aber es ging nicht. Sie hat nachgeladen und sie hat die ganze Zeit am Bogen gezupft. Und die Szene hatten wir heute auch. Da haben nämlich Sonja, Hanna und ich gespielt und genau dasselbe. Ich versuche das jetzt mal rauszusuchen und werde euch das jetzt hier mal einspielen. Oh, das war... Jetzt habe ich dasselbe Problem. Die ich schon mit euch hatte, mit Shirley. Na, spielst du Harfe? Ja. Dong, dong, dong. Oh, ich dachte, das wäre nur die eine Runde. Das geht nicht. Ja, habt ihr gesehen, ne? Sonja hat nur gezupft die ganze Zeit, hat ein bisschen Harfe gespielt. Und so war das da gegen uns auch und super ärgerlich. Wir haben die ganze Zeit gedacht, dass sie zwei Sniper spielen, weil die Runde davor haben sie beide Sniper gespielt und... ja, ich hatte die ganze Zeit Schiss vor der Sniper, weil Sonja spielt zurzeit echt oft Sniper und trifft richtig, richtig gut. Und die Runde davor, ich bin noch am Überlegen, die auch zu schneiden, da hat Sonja mich auch sensationell weggeholt. So, jedenfalls, wisst ihr, was das Allerschlimmste war? Wir sind rausgekommen, Shirley und ich, aber wir hatten nur einen Bounty-Token. Und die zwei, die da oben die ganze Zeit gesessen haben, die haben drei Bounty-Token mit rausgenommen. Ist das nicht ätzend? Das hat mich im Nachhinein dann ein bisschen geärgert, aber ich habe es denen halt auch gegönnt. Haben sie sich nicht verdient, aber haben sie, ja, ihr wisst, was ich sagen will. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kleinen Zusammenschnitt. Würde mich sehr, sehr über ein Like und einen Kommentar von Algorithmus freuen. Das ist so wichtig für mich, denn ich merke, dass meine Videos, wenn sie nicht so viele Likes und so weiter bekommen, im Untergrund versumpfen und ich schlag immer weiter runter bei YouTube. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Denn, ja, das will man ja nicht, wenn man sich jeden Tag so viel Mühe gibt. So. Heute Mittag, 14 Uhr, wisst ihr Bescheid, bin ich wieder live auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Mit Tina höchstwahrscheinlich und Sonja. Tina weiß ja nicht, ob sie fit genug ist. Die hat was mit dem Fuß und den muss sie eigentlich noch hochlegen und geht morgen aber mal zum Arzt und mal gucken, vielleicht spielt sie ja mit. Ansonsten denkt an meinen Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie Game.de, das haben die mir extra für euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak machen will, Rootserver, Gameserver, Webserver etc. sucht, seid eine Bombenadresse. Holy Energy ist unten verlinkt, unten der Link und zwei Rabattcodes. Crytek, wisst ihr Bescheid, habe ich im Intro schon gesagt, beziehungsweise ich schmunzel gerade ein bisschen, man muss schmunzeln, denn ich habe das Intro noch gar nicht eingesprochen. Ich habe jetzt erstmal geschnitten und danach muss ich das Intro einsprechen und im Intro werde ich dann natürlich erzählen, dass es bei Crytek zurzeit 60% gibt. Das heißt, ihr könnt über meinen Code, also über meinen Link einkaufen, dann kriege ich ein paar Prozente und wenn ihr 1049 an der Kasse eingebt, kriegt ihr 60%. Unfassbar, oder? Sensationell. So, und jetzt habt einen großartigen, sensationellen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9:30 Uhr zum nächsten YouTube-Video. Tschüss.